Hallihallo, Hallöchen, liebe Zocker und YouTuber. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Showcase. Also etwas, woraus kein LP wird, weil ich habe ja schon zu viele Projekte, aber was ich euch auf jeden Fall mal zeigen möchte. Und zwar der Nachfolger von Darkest Dungeon, heißt einfach Darkest Dungeon 2. Und wem das überhaupt nichts sagt, ich habe davon nie ein LP gemacht, aber wem das überhaupt nichts sagt, das ist ein Roguelike, rundenbasierter Dungeon Crawler. Also man kann quasi so ein Deck spielen, ja, kann man sagen. Es ist absichtlich, und das steht auch am Anfang drin, es ist absichtlich so gestaltet, dass es erstmal bockschwer zu sein scheint. Das heißt, dass man keinen grünen Zweig sieht und definitiv den Roguelike-Aspekt kennenlernen wird, nämlich ins Gras beißen wird und neu anfangen müssen soll. Ich habe Darkest Dungeon 1 gespielt, da ist es wirklich ein Dungeon, den man quasi immer wieder aufsuchen muss, quasi ein Burg, ein Schloss. Man ist eine Heldengruppe und man muss da eindringen und man muss da Abenteuer bestehen und Schätze looten und weiterkommen. Und ja, Darkest Dungeon 2 ist eigentlich so ein bisschen anders. Das ist gar kein Dungeon, sondern eher so eine Kutschfahrt, auf der halt viele verschiedene Sachen passieren. Ich würde sagen, ist schwer zu erklären, wenn man nicht weiß, worum es geht, wenn man beide Titel nicht kennt. Ich würde mal sagen, ich zeige es euch einfach und wir legen los. Neue Reise beginnt. Ich lasse das Tutorial mal an und ich nehme euch mal ein paar Runden mit. Jetzt kommt erstmal das Intro. Schön gezeichnet, wie ich finde. Sehr liebevoll. Ruin has found you at last. My protege. My friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon and face the fearsome truth of the darkest dungeon. Also ihr habt es vielleicht mitgekriegt, die Story sehr kryptisch, fast schon Souls-like, möchte man sagen. Wir haben auf jeden Fall diese Flamme gekriegt, dieses Licht. Your sanctum, adrift in this bituminous nightmare. Genau, wir kriegen jetzt so ein kleines bisschen, da seht ihr auch so ein bisschen, wie es funktioniert. Ja, ihr kriegt so ein kleines bisschen hier das Tutorial um die Ohren gehauen. Also das hier ist unser Startpunkt, Prolog. So, da haben wir die Kutsche, ja, da haben wir hier die helles Licht, 100, also von dem Licht hängt ab, was wir für, die Helden haben 6% Widerstand gegen Tod wahrscheinlich, 10% Chance pro Runde, dass die Feinde mich nicht sehen. So, da haben wir die Kutsche, mit Linksklick einsehen, mit Rechtsklick ausblenden. So, was haben wir da? Da sehen wir hier halt die Kutsche, die Kutschenansicht, ne? Das hier ist die Kutsche, logischerweise, dient als Fortbewegungsmittel, als Beichtstuhl und als Sarg. Drücke einmal auf W, wenn die Kutsche losfährt, drücke S, damit sie anhält. Die Kutsche wird automatisch gesteuert, du kannst aber mit A und D korrigierend eingreifen. Okay, würde ich mal sagen, gehen wir mal los, ne? Los geht's. Hoppla hopp. Also ich kann, wie gesagt, lenken, sie lenkt aber auch... I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind.
I watched its venom spread through the veins of the world. And I trembled at its terrible reverberations. The crossroads. Wait by the lantern's light and welcome what help may come. So, und in regelmäßigen Abständen trifft man dann halt so auf Besonderheiten am Weg, die manchmal Entscheidungen erfordern, manchmal Kämpfe und manchmal auch andere Geschichten. Wir gucken mal hier die Wegekreuzung. Ich glaube, da würde man normalerweise, genau, da würde man normalerweise auch alte Sachen aus den vorherigen Runden, aber da das die erste Runde ist, passiert hier nichts, aus den vorherigen Runden mitnehmen. Wir haben hier die Kutsche, die haben wir schon gesehen, die Kutschenansicht, die Kutsche, klar, die Kutschenansicht, da sehen wir dann halt, drücke Y, um die Kutscheninfos einzusehen. Hier wird angezeigt, welche Gegenstände derzeit an der Kutsche montiert sind. Man kann die nämlich ausrüsten, wie es um ihre Panzerung und die Räder bestellt ist. Also reparieren kann man sie auch, muss man sie wahrscheinlich auch. Kutschenrüstung kann nur beim Wagenmacher geändert werden. Du findest in jedem Gasthof eine. Gegen eine Gebühr kann der Wagenmacher auch Rüstung und Räder reparieren. So, das ist also die Kutsche. Was haben wir da noch? Die Gruppe vier Helden bricht zu einer Expedition auf. Deine Rettung liegt in ihren Händen. Ja, also klar, so ein bisschen. Da haben wir die, Zier- oder Doppelklicke auf die Heldenporträts, um deine Vierergruppe zusammenzustellen. Der Held ganz rechts steht im Kampf an vorderster Front. Also hier ist quasi vorne, da ist hinten. Ja, das ist also. Vorsicht, ganz rechts. Hier, da ist vorne, da ist hinten. Entschuldigung. So, haben wir alles? Haben wir verstanden, können wir zumachen. So, jetzt können wir hier so ein bisschen durchgehen, können uns hier mal so ein paar Sachen angucken, Infos, da mal die Fähigkeiten, da mal die Ticks, da mal die Pfade. So, das ist, denke ich mal, der Schild, also den packen wir natürlich ganz nach vorne, würde ich mal sagen. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. So, nachher werden mit mehreren Durchgängen werden mehr Helden freigeschaltet, aber im Moment haben wir nur die vier, also können wir die dann auch nehmen. So, dann haben wir hier standfester Verteidiger gestellt, zahllose, gnadenlose Angriffe. Position, da ist die Position, wo er am besten aufgehoben ist. Er sagt hier fast ganz vorne, ich würde sagen ganz vorne, weil der hat natürlich ein Schild. Ziele trifft er, das ist, welche Feinde er angreifen kann, also rechts von sich die am besten die beiden vorderen, die hinteren eher weniger. Wir können ja nochmal gucken, Ziel verwende mindestens zweimal einen Hoffnungsschimmer. Wir können ja mal gucken, was der so für Fähigkeiten hat. Hier, da sehen wir die Fähigkeiten, von wo aus sie ausgeführt werden müssen und wen sie treffen. Das sind diese Punkte da oben. Dann den Schaden, die Crit-Chance, heilt um 10%, alt gedrückt, um verbesserte Fähigkeiten zu sehen. Zeig ich mal alt, was haben wir da? Okay. Ich habe das im Early Access gekauft, deswegen bin ich teilweise hier noch ein bisschen ratlos, was da passiert. Also das hier ist Zerschmettern, das haut einfach drauf und heilt eventuell jemanden selbst. Ja. Was haben wir da? Dann haben wir das Bollwerk. Da geht man einen vorwärts und schiebt das Ziel einen rückwärts. Müsste man mal ausprobieren. Was haben wir da? Verteidiger. Da kriegt man selbst zwei Rüstungen. Und das Ziel. Ah, da kann man, glaube ich, das befreundete verteidigen. Und was haben wir da? Ah, das reduziert den Stress. Stress ist auch eine wichtige Geschichte. Mit jeder Aktion, feindlichen Aktion, erhöht sich der Stress. Und Stress, wenn der zu stark wird, dann muss, ich glaube, mich erinnern zu können, dann gab es so Rettungswürfe, aber das werdet ihr dann alles gleich sehen. Also er ist so ein Schützer, ne? Ist so ein Beschützer. Was haben wir da noch? Das sind die Ticks, die er hat. Also Helden haben so kleine Macken. Flamme 75, Rundenbeginn. Also wenn unser Licht über 75 ist, dann hat er, glaube ich, bin mir ehrlich gar nicht so sicher, Initiative. Das ist was Positives, lichtempfindlich. Flamme über 75, Kampfbeginn. Ich bin mir gar nicht sicher, was das genau heißt. Müsste man nochmal gucken, ne? Hier sind die ganzen Resistenzen, glaube ich. Was haben wir da? Wanderer. Was haben wir da noch? Geschichte. Okay, also das ist unser, lange Rede, kurzer Sinn, das ist unser Bollwerk. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den hier. Das ist ein Ballermann. Den packen wir am besten hier hin. Hunted. Harried. A fugitive seeking to outpace the past.
Guck mal, was der hat. Der schießt aus der... Am besten, ja, ich denke mal, in dritter Position ist er ganz gut aufgehoben. Wir haben hier den boshaften Schnitt mit seinem Schwert. Ne? Was haben wir da? Da haben wir einen Schuss, dann haben wir einen Fechtschritt. Und er geht dabei aber einen vorwärts. Da muss man aufpassen, sonst landet er auf einmal in erster Reihe. Gezielter Schuss, ignoriert irgendwas. Werden wir dann sehen. Was haben wir da noch? Ziel anvisieren. Bin mir nicht so genau so ganz klar, was das macht. Werden wir dann unterwegs feststellen. Was hat der für Ticks belesen? 10% Widerstand gegen keine Ahnung, was das ist. Und was haben wir da noch? Neigt dazu, sich im Dunkeln Künsten zu beschäftigen. Das ist okay, soll er ruhig machen. So, das ist also unser Fernkämpfer. Dann haben wir hier, glaube ich, so eine Art Schurken. Avarice slips unseen into the catacombs of the mind. Könnt ihr mal gucken, was die Gute kann. Tarnung, Ausweichen, hoher Crit. Ja, ich glaube, das ist so eine Art Schurke. Naja, so eine Art Hacke ins Gesicht. Ja, das ist immer gut. Ja, und ich glaube, an zweiter Position ist sie ganz gut aufgehoben. Mit Giftpfeilen, was haben wir da noch? Absinth zum Heilen ist also auch ein Heiler. Ja, vielleicht packen wir den lieber... So, machen wir lieber so, glaube ich, ne? Ja. Ja, ist vielleicht besser, weil sie soll ja heilen, genau. Ist ein Heiler. Und ganz zu Ende, ganz zuletzt haben wir hier so eine Art Magier oder sowas. Da haben wir Giftschlag, Blendgas, auch wichtig. Werdet dann auch sehen, präziser Schnitt ist ein Nahkampfangriff. Gefechtsmedizin heilt um 20%. Auch gut. Und was haben wir hier noch? Vorsorge. Okay, wir haben unsere Helden ausgewählt. Am Anfang hat man sowieso nur die eine Möglichkeit. Zufällige Gruppe machen wir natürlich nicht. Ich frage mich, ob man auch von jedem mehrere nehmen kann. Müsste man mal ausprobieren. Jetzt geht's aber weiter. So, wir haben unsere Helden ausgewählt. Auf geht's auf die Tour. Das Tal. Onward. And let us hope enough yet remains. So, Aufstellung. Du kannst die Aufstellung deiner Gruppe während der Fahrt ändern, indem du die Porträts ziehst. Aber die gefallen mir ganz gut hier, die Aufstellung. Lass mal also so. You see, was ist jetzt passiert? Is not immune. Ah, da haben wir schon den ersten Kampf hier. Also, das wird natürlich alles hier so ein bisschen... Es wird alles so ein bisschen rundenbasiert ausgewürfelt. Wir haben also hier so ein paar Untoten, genau genommen verlorene Seelen. Das sind die Lebenspunkte, 13. Ja, da unten die Resistenzen drunter. Und im Moment ist er hier dran, ne? Jetzt können wir mal gucken, was er hat. Da sehen wir ja, aus der zweiten Reihe kann er auf die ersten beiden hauen. Das heißt, da würde er hier voll treffen. Nahkampf, was haben wir da? Widerstandsdurchdringung, was haben wir da? Da können wir die zweite Reihe schießen. Ich gucke mal kurz, was wir hier noch so haben. Vorwärts wollen wir eigentlich nicht. Was ist das? Gezielter Schuss. Der macht, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Aua. Lass mal kurz gucken. Schaden. Warum steht hier der Schaden nicht? Das irritiert mich ein bisschen. Na, dann machen wir doch einfach mal hier. Erster Klassiker. Entfernt Unsichtbarkeit. Das sind 3 bis 5. Und da geht er aber vorwärts. Das wollen wir aber nicht. Ja, dann hier boshafter Killer. Und zwar auf wen machen wir das? Einfach auf den ersten hier. Zip. So. So, jetzt ist er dran. Mit ihm würde ich gerne mal betäuben. Heilen brauchen wir uns gerade nicht. Stress brauchen wir auch nicht. Irgendwas war hier mit betäuben. Selbst? Nee. Komm, der haut auch einfach mal drauf. So. Jetzt haben wir hier die Dame ignoriert. Bei Ziel 50 Minuten. Ignoriert Rüstung. Da hätten wir jetzt natürlich die Möglichkeit, gleich mal hier den ersten, wenn wir gut treffen, auszuschalten. Na komm, wir versuchen mal den ersten auszuschalten. Hat aber nicht geklappt, schade.
So, und er benutzt jetzt Vorsorge. Was haben wir da noch? Giftschlag. Giftschlag ist auch ganz cool, aber na, für die anderen Sachen steht er leider etwas zu weit hinten, oder? Blendgas. Ja, also, na, er steht nicht zu weit hinten, aber die stehen zu weit vorne. Präziser Schnitt. Kann man auch nicht machen, weil... Achso, weil er ganz hinten steht. Was haben wir denn hier noch? Vorsorge. Ziel plus 15%. Achso, das ist auf die eigenen Leute. Das wollen wir nicht. Komm, dann versuchen wir mal zu blenden hier. Den brauchen wir nicht mehr blenden. Mal blenden wir mal. Quatsch, nicht den hier. Den vergiften wir mal. Widerstand. Naja, jetzt wehren die sich. Aua. Der Arme. So. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir den mal kalt hier, den ersten. Haben wir hier schon einen Stress? Hier sehen wir übrigens die Statuseffekte, ne? Die hier haben Blocken aktiv. Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt. Nächster Angriff verursacht minus 50% Schaden. Ist natürlich schade. So, jetzt hacken wir den mal hier. Hacken wir den mal kaputt hier. Todesstoß. Zack, aus die Maus. So, jetzt haben wir hier dummerweise noch eine Leiche. Die blockiert so ein bisschen den Weg. Aber treffen wir den da von hinten aus? Na klar. Was sich jetzt anbietet, ist hier so ein Absinth. Heilt sich aber nur selber. Na, das brauchen wir dann im Prinzip nicht. Komm, dann versuchen wir ihm mal den Schädel einzuschlagen. So. Und er... Er heilt sich selber, wenn was beim Ziel passiert. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Hat er sich geheilt? Nee, ich glaube nicht. So, was wir jetzt aber machen können ist... die ganze Gruppe mal buffen hier. In Crisis, we can rely only upon each other. So, der kriegt jetzt hier mal nochmal ein... Entfernt, entfernt, nein, nein. Selbst. Ziel anvisieren. Ich probier das mal aus. Ach, das geht gar nicht. Oder sich selber, warte mal. Entfernt, Unsichtbarkeit. Nee, das ist, bringt uns gar nichts. Die ganzen Symbole muss ich dann auch mal... Ah, hier sehen wir es. So, was haben wir da? Crit, nächste Fähigkeit, ausweichen. Aha, aha, okay, das ist also ein Selbstwaff. So, was haben wir hier? Gezielter Schuss. Ziel. Ausweichen. Okay, okay. Entfernt, das brauchen wir aber nicht. Komm, den machen wir so platt. Am besten hiermit. Zip. Todesstoß, sehr schön. So, das ging nochmal ganz gut. In this weighty gloom, a spark. Kerze der Hoffnung, Altarwährung, 1 und 4, schwacher Schimmer. Okay, was wir damit anstellen, wissen wir noch nicht. Geringes Protektorat, unkenntlicher Accessoire, 10 pro Heilung verursacht. So, das sind so, das nehmen wir natürlich mal alles. Are you shaken? There is so much worse in store. So, jetzt können wir hier die Accessoires-Nutzung mal angehen. Jetzt haben wir natürlich alle möglichen Sachen gesammelt. Jetzt können wir das Inventar mal kurz aufmachen. So, wie ging das nochmal? Lange, lange ist es her. So, das ist unser Inventar. Stapel im Inventar brauchen wir nicht. Schätze brauchen wir auch nicht. Accessoires. Jeder Held kann bis zu 2 Accessoires ausrüsten. Kampf, Zugreihenfolge, das können wir alles mal ignorieren. Irgendwie konnte man jetzt die Helden ausrüsten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie. So, jetzt wird ein Schuh draus. So, wir haben jetzt hier also diverse Dinge. Da haben wir ein Accessoire. Plus 10% Heilung verursacht. Minus 10% Schaden. Wer heilt denn hier von uns? Ich glaube, der heilt, ne? Ziel unter 50% heilt um 20% entfernt. Den könnte man natürlich hier dieses Ding mal geben. Dann heilt der hauptsächlich, würde ich mal sagen.
Da haben wir, das ist eine Währung und das ist ein Relikt, das ist auch eine Währung. Das können wir erstmal so lassen. So, weiter geht's. Irgendjemand hat mir einen Tipp gegeben, ich soll diese Büsche umfahren. Was ist das hier? Die letzten Verzweifelten. Während Begegnung mit wie dieser musst du dich für eine Auswahl entscheiden. Genau, jetzt gibt es so eine Entscheidungen und die sind manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal für bestimmte Helden gut, manchmal für bestimmte Helden schlecht, das sehen wir dann. Indem du auf einen Helden gedrückt. Okay, haben wir verstanden. So, jetzt können wir hier drüber gehen und mal gucken, was die dazu sagen. Besser als die Familiengruft vor mich hinzumodern, steht uns bei. Ich werde meine alten Labore schmerzlich vermissen. Wähle einen Helden aus und halte die Taste gedrückt. So, unten sehen wir die Belohnung. Ich bin mir aber nicht sicher. Da kriegen wir 100 Flamme. Diese Flamme da oben ist halt wichtig, nicht 76. Hier kriegen wir 100 Flamme. Wir kriegen bei beiden 100 Flamme. Bei einem kriegen wir den Ring und bei dem kriegen wir, keine Ahnung, ein paar Duos. Ich will den Ring haben. So, hier haben wir wieder 100 Flamme. Das ist ja schon mal ganz gut. Was haben wir jetzt gekriegt? Ein Accessoire. Widerstand gegen Stress, Widerstand gegen Tod und Widerstand alles nehmen. So, jetzt können wir hier mal noch das Inventar öffnen. Jetzt haben wir hier ein Accessoire. Wer sollte denn den Widerstand gegen... Was ist denn das? Bin mir nicht ganz sicher, was das andere ist. Komm, ich krieg erstmal er hier. Zack. So, jetzt müssen wir uns, glaube ich, entscheiden. Nee, das ist noch keine Weggabelung. Ich soll doch die Dinger hier umfahren, die Büsche. You can feel it. A change in the air. A change in the air. Ich soll die Büsche über den Haufen fahren. So, ich glaube, das ist was Böses. The bulwark of your denial is giving way. Ja. Schau mal da. Was Größeres. So, wir fangen an mit. Was haben wir da? Ich guck gerade mal. Beim Ziel plus Crits. Ich guck mal hier kurz drauf. Was ist das? Ein Gifthauch. Ziel. Das vergiftet also. Gift ist ja logischerweise Gift. Flitzende Dolche. Ignoriert. Was nehmen wir denn da? Ignoriert Rüste. Wollen wir vergiften? Ich glaube, der muss als erster weg hier. Der sieht unangenehm aus. Wir vergiften den erstmal. Hier. Da hast du. Hat ihn auch vergiftet, wie wir hier sehen. Ja, der nimmt zwei Züge lang Schaden. Was können wir noch machen? Das bufft ihn selber. Was macht das beim Ziel? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Wie gesagt, der Dicke muss weg. Lords. Der ist stabil, der Kuh. Aua. Jetzt hat er ihn zurückgeschubst. Das passiert auch gerne mal. So. Können wir Blendgas. Das ist gut. Das werfen wir mal auf die hinteren. Dann können die sich nämlich eine Runde lang nicht bewegen. So. Die sind betäubt. Und jetzt kann er nämlich draufhauen und kann sagen: Ziel. Stress haben wir im Moment keinen, das brauchen wir im Moment nicht selbst. Da können wir natürlich die Ziele schützen. Heilt um. Muss ich nochmal kurz gucken. Schmettern. Naja gut, der muss so oder so muss der weg hier kommen. Blauts. Ey, der war eigentlich geblendet.
So, jetzt hat er irgendwelche Rüstungen sich ein Akademiker-Ansicht. Halte während des Kampfes Alt oder gedrückt, während mit der Maus über Helden. Da geht es um die Akademiker. Diese nützliche Anbieter zusätzliche Informationen zu die Token, die ein Kämpfer besitzt. Alles klar. So, Akademiker-Ansicht kann man ja mal machen. Also hier Akademiker-Ansicht. Let us take a closer look at the thing. Aha. Repulsive as it is. Das junge Schützen. Mhm. Cool. Observe the subject carefully, and you will discover its weaknesses. So, haben wir hier, das sind wir hier, haben wir irgendwas mit Rüstungsdurchdringung? Der hat jetzt nämlich noch eine dicke Rüstung. Ich guck gerade mal, entfernt. Hey, da können wir einfach nur mal draufhauen. So. Oh, jetzt haut er drauf. Ah ja, okay, das ging noch. Das ging noch. Jetzt blutet er, das ist natürlich schlecht. Heilt. Wieso heilt er das Ziel? Ich bin mir da nicht so sicher, was das heißt. Warte mal. So. Darf ich das bitte nochmal sehen? Nee, das sagt er mir auch nicht. Oder ich schütze die jetzt. Nein, du haust jetzt weiter drauf. Komm. Laut. Der könnte tatsächlich jetzt mal heilen, weil Gefechtsmedizin entfernt Blutungen. Das ist gar nicht mal schlecht. Das machen wir jetzt mal hier. So, geht's ihm wieder gut und die Blutung ist weg. Er kriegt eins auf Dez. Nochmal eins auf dem Dez, ist alles nicht so gut. Was hat er da jetzt gekriegt? Betäubung, super. So. Oh, das ist ordentlich. Das geht gut. Nein, jetzt lass doch mal den armen Schurken in Ruhe. Na, jetzt ist er wieder da, wo er hingehört. So. Ich überlege gerade, ob wir den nochmal vergiften wollen. Oder ob wir einfach mal draufhauen. Kritisch, sehr schön, hat sich gelohnt. Hier nochmal Blendgas. Oh, das hat weh getan. Irgendwie mögen sie den Schurken nicht. Und ihr seht hier unten, das ist übrigens der Stresslevel, ja. Hau den nochmal tot. Hacke ins Gesicht. Geht ihm nicht so gut. Komm, mach den mal weg hier. So, an der Schwelle des Todes. Der kann jetzt erstmal nichts machen, das ist ganz gut. Er ist aber noch nicht tot. Das heißt, was wir jetzt mal machen können, ist, er heilt nochmal Gefechtsmedizin hier. Nochmal die Blutung weg. Jetzt ist er wieder aufgestanden und haut nochmal ordentlich drauf, das ist schön. So, er will einen vorwärts. Ziel rückwärts. Nee, haben wir noch. Komm, hau nochmal drauf. Nochmal Schwelle des Todes, sehr schön. Und du haust jetzt da nochmal. Na bitte. Das sinkt auch den Stress. Sinkt, glaube ich, auch den Stress so ein bisschen. Jetzt hier nochmal. Gift bitte. Ah, schade, hat widerstanden. So, ich bin mal kurz nach vorne gerückt. Habe ich nochmal Gefechtsmedizin? Ja, warum kann ich die nicht einsetzen? Keine Ahnung. Bedingungen nicht erfüllt, warum nicht? Blendgas, komm, nochmal. Zisch. Mindestens einer ist geblendet. Ausgewichen, sehr gut. So, was haben wir da? Pistolenschuss, Fechtschritt, gezielter Schuss. Ne, hier, Pistolenschuss, laut. Nochmal fliegende Dolche oder Giftpfeile noch besser. Ah, oh, schon wieder widerstanden.
Stirb! Kritisch, boah. So, der hat nochmal einen Giftschlag. Komm, den können wir da gar nicht einsetzen. Vorsorge, kommen hier alle nochmal ab. Collaboration confers advantage. So. Was ist das? Dolchwurf oder flitzende Dolch? Ich glaube, Flitzen sind auf zwei, ne? Aber wir brauchen nur einen. Okay, den hätte ich nicht. Jetzt hau den doch mal weg, Mensch. Blenden. Ah, wenigstens sind sie beide. Hartnäckiges Viehzeug. So, der wäre auch weg. Wieder ein Stress weniger. Jetzt müssen wir mal hier dieses Zeug beseitigen, weil mindestens 5 Stress. Bei 5 Stress geht ein Stressbalken runter. Und 5 Stress haben wir eigentlich nur einer, ne? Komm, Zuspruch für alle. Sehr schön. So, was haben wir da noch? Giftschlag. Der haben wir ja nicht. Tut mir aber auch gerade schwer, muss ich sagen. Oh, das war. Cut down these nightmares. So, was haben wir da gekriegt? Milchgetränkte Leinen. Textil entfernt. Ja, nehmen wir mal alles. Push on to the inn. Rest and resupply await you. So, Stress. Ja, Stress ist natürlich blöd. Sie beginnen die Reise mit 0 und durch verschiedene Spielereignisse steigt der Stresslevel. Stress kannst du unter Mithilfe von Kampf- und Gasthofgegenständen oder Heldenfähigkeiten verringern. Ja, im Moment leider nicht. Bei hoher Stress passiert irgendwas und dann kriegt man einen Nervenzusammenbruch, wie ich jetzt gerade. Kritischer Treffer. Okay. So, weiter geht's. Genau genommen geht's weiter in der nächsten Folge, wenn ihr denn wollt. Bis dann denn, euer Mr. Flex. Tschüssi.